Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Victoria 3. Und heute schauen wir uns die 5 schwächsten und härtesten Nationen an, die im Spiel aktuell für den Spieler spielbar sind. Wie immer, diese Liste ist in diesem Fall einfach nur abgelesen von den schwächsten Nationen. Aber wenn es euch trotzdem gefällt, dürft ihr gerne eine Bewertung da lassen und auch eure eigene Meinung schreiben. Was denkt ihr denn, sind die schwersten Nationen immer im Spiel? Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und ja, ich habe gelogen. Ich lese nicht einfach nur die schwächsten Nationen vor. Nein. Wir als erstes haben wir Luxemburg. Luxemburg befindet sich richtig am Arsch. Ihr startet als Untertan der Niederlande und die haben meistens absolut kein Interesse daran, euch gehen zu lassen. Und selbst solltet ihr es irgendwann mal schaffen, dass die Niederlande euch gehen lässt, ist es meistens schon der Zeitpunkt, in dem Preußen Deutschland geworden ist, Frankreich Belgien geschluckt hat und Österreich grundsätzlich einfach nur pisst ist. Eure Expansionsmöglichkeiten zu dem Zeitpunkt sind quasi nicht mehr existent. Außerdem könnt ihr nicht kolonisieren, da ihr nämlich keinen Küstenzugang habt und damit auch keine Kolonisten und Schiffe entsenden könnt. Also de facto, eure 100.000 BIP und eure 175.000 Mann bringen euch überhaupt nichts. Außerdem ist die Alphabetisierungsrate eine der schlechtesten in Europa und auch der Lebensstandard ist nur unterer Durchschnitt. Solltet ihr es dennoch irgendwie schaffen, mit Luxemburg irgendwas zu erreichen, dann herzlichen Glückwunsch, denn dann seid ihr ein verdammt guter Spieler. Oder hattet einfach nur enorm viel Glück. Enorm viel Glück braucht ihr auch mit Luca, denn Luca ist in einer Nation, naja, in einem Sandwich mit lauter Staaten, die eigentlich alle gerne mal Italien gründen wollen. Die beiden Sizilien, Sardinien, Piemont und der Kirchenstaat haben alle Interesse daran, na gut, der Kirchenstaat nicht unbedingt, aber diese beiden Nationen wollen unbedingt irgendwann mal Italien gründen. Und auch Österreich. Ja, auch Österreich hat Interesse an Italien und könnte sich jederzeit Richtung Parma und langfristig auch euch ausbreiten. Aber immerhin habt ihr 155.000 Bruttoinlandsprodukt und 100.000 Mann, mit denen ihr ganz bestimmt alles mögliche Land verteidigen könnt, was ihr da so unter eurer Fittiche habt. Immerhin der Lebensstandard ist bei 11, das ist schon mal in Ordnung, das heißt jeder hat was zu essen und die Alphabetisierungsrate ist bei fast 1/4 der Bevölkerung. Aber ansonsten seid ihr richtig am Arsch, aber ihr könnt kolonisieren. Immerhin ein kleiner Pluspunkt, wenn es dann hier in Europa nicht mehr so klappt, dann könnt ihr immerhin versuchen abzuhauen, würde man denken. Aber geht gar nicht, denn ihr habt nicht genug Häfen und als Winzmacht habt ihr auch keinerlei Rechte, irgendwo Interessen zu erklären. Das heißt, ihr könnt in Wirklichkeit nicht kolonisieren. Außer ihr baut Häfen, nämlich 10 an der Zahl. Mit 10 Häfen, ja, dann könnt ihr tatsächlich ein Interesse erklären und rein theoretisch doch noch zur Kolonialmacht werden. Wer sich der Challenge stellen will, ich wünsche euch viel Spaß. Viel Spaß wünsche ich euch auch mit der Walachei. Die hat zwar erstmal ein relativ gutes Bruttoinlandsprodukt von 500.000 und über 1 Million Bevölkerung, aber alles andere ist richtig kacke. Auf der einen Seite hast du die Osmanen, auf der anderen Seite die Österreicher und selbst wenn du auf die andere Seite blickst, hast du die Russen. Und wenn du auf die andere Seite blickst, hast du das Meer und danach wahrscheinlich Italien irgendwann mal. Nicht nur, dass einem wahrscheinlich gleich 3 Nationen die Gurgel aufschneiden wollen, nein, die Bevölkerung ist bettelarm, lesen und schreiben kann auch fast keiner. Und die Zukunftsaussichten sind düster. Landwirtschaftlich sind wir auch nicht allzu in Ordnung. Wir haben zwar Baumwollplantagen, aber das war es dann auch wieder mit wertvollen Sachen. Und ressourcentechnisch, naja, wir müssen eigentlich alles importieren. Holz gibt es auch nicht, aber immerhin gibt es Kohle. Da wir auch keinen Meereszugang haben, gibt es auch keinerlei Möglichkeiten der Kolonisierung. Und wir sind für alle Ewigkeiten hier gelockt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir gegen die Osmanen einen Krieg gewinnen, ist ohne diplomatische Zauberei relativ schwierig. Sollte es ein fähiger Spieler allerdings schaffen, irgendwie mit Österreich und Russland sich zu verbünden, die das Bündnis auch ehren und dann mit euch gemeinsam die Osmanen angreifen und ihr nicht sofort auf die Fresse bekommt, dann könnt ihr bestimmt irgendwie wann, wo, was mal erreichen. Stellt euch vor, ihr chillt gemütlicher auf eurem Kontinent, seid in eurer Plantage am Abbauen von Feldfrüchten und auf einmal landet ein Schiff mit 10.000 grimmigen britischen, französischen oder preußischen Soldaten, die euch alle umbringen, weil ihr nicht wisst, was abgeht. Willkommen in Afrika. Und eine der beschissensten Nationen ist der Kongo. Nicht nur, dass sie enorm schwach sind, nö, die haben auch keine Freunde, haben quasi eine sauarme Bevölkerung, können alle nicht lesen und schreiben. Und ja, alle werden hier in zukünftiger kürzester Zeit versuchen, Fuß zu fassen. Der einzige Grund, warum ich jetzt keine Nation von hier oben genommen habe, ist, dass die noch beschissener dran sind, weil da nach 5 Jahren eh schon alles in europäischer Hand ist. Mit dem Kongo habt ihr immer noch eine ganz kurze Chance, etwas selber zu erreichen, indem ihr die umliegenden Gebiete expandiert oder Portugal angreift. Bin mir sicher, mit euren 5 Divisionen wird das bestimmt gut gehen.
Ein paar Vorteile hat das Land trotzdem. Ihr habt zum Beispiel Hirse, Baumwolle, Farbe, Kaffee, Tee und Zuckerplantagen. Und auch Eisen und Holz liegen euch zu Füßen. Ihr habt aber keine Kohle. Und damit meine ich sowohl als auch. Wem es jetzt aber immer noch nicht schwer genug ist, der kann dann auch gerne mal Bahrain ausprobieren. Das Land ist nämlich ganz offiziell das schwächste Land im Spiel. Ihr startet nicht nur mit einer Mini-Bevölkerung von 29.000, nein, ihr habt auch nur ein Bruttoinlandsprodukt, was im Durchschnitt die deutsche Sozialeinkommen ist, nämlich 9.000 im Monat. Oder, also, ich meine das deutsche Bruttoeinkommen eines besser verdienten Politikers. Aber trotzdem, 29.000, die nur 9.000 Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften, das ist sehr, sehr traurig. Immerhin kann fast jeder Vierte lesen und schreiben und na, die meisten Leute können sogar essen und trinken. Ist ja ganz cool. Ansonsten läuft es allerdings nicht ganz so toll. Ihr habt Nachbarn, die alle deutlich stärker sind als ihr. Und die einzige Nation, die halbwegs interessant wäre für Expansion, ist auch noch ein Protektorat von Großbritannien. Yay. Solltet ihr es dennoch irgendwie schaffen, durch diplomatische Ränkespiele Natscht zu erobern oder zumindest Gebiete einzunehmen, dann könnt ihr bestimmt irgendwas erreichen. Ich habe so keine Ahnung was, aber naja, man weiß ja nie. Wünsche euch trotzdem viel Glück. Natürlich gibt es auch noch andere Nationen, wie zum Beispiel jede Nation in Deutschland, die sich lang- oder kurzfristig nicht Preußen beugt und damit militärisch erobert wird. Allerdings sind das eher Nationen, die halt früher oder später sowieso fallen. Ich habe mich jetzt hier für Nationen entschieden, die einfach einen generell beschissenen Start haben oder halt auch eine beschissene Ausgangslage oder beschissenes Land oder generell alles Kacke ist. Und da fand ich diese Nation eigentlich generell am passendsten. Wie findet ihr das Ganze? Stimmt ihr mir zu? Habt ihr noch andere Nationen, die noch viel schwieriger sind, außer die Nationen, die ich jetzt gerade angesprochen habe? Dann gerne einen Kommentar da lassen. Bin gespannt, was ihr da so zu sagen habt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit Victoria 3. Ist ein schönes Spiel, macht viel Spaß, ist halt ein bisschen einfach und ich bin gespannt, was da die DLCs in Zukunft bringen. Ansonsten bin ich jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.